Mirom, kaže u njihom prevodu, sa svakim čovjekom. Woran sollen denn die Christen erkannt werden? Po čemu trebaju kršćani biti prepoznati? An der Liebe, die sie untereinander haben. Na, po ljubavi koja vlada među njima. Und so viel Streit und so viel Missgunst und so viel Eifersucht ist da. A toliko ljubomore i svađa zna biti u tijelu Kristovom. Und das muss ein Ende haben. A tome treba doći kraj. Gott sagt, wir sollen dem Frieden nachjagen. Bog nam kaže da idemo i da težimo za mirom. Mit jedermann. Da budemo sa svakim u miru. Das heißt jetzt nicht, dass man Kompromisse machen muss. To ne znači da ti ja trebamo ući u kompromis. Sondern wir müssen wirklich nach dem Wort Gottes hineinkommen in die Einheit des Geistes. Nego trebamo vođeni od Božje riječi ući u to jedinstvo zajedno sa Duhom. Einheit des Geistes und Einheit des Glaubens. Jedinstvo duha, jedinstvo vjere. Aber wir dürfen keine bittere Wurzel in uns haben. Ali ne smemo dopustiti da nam ostane gorki korijen. Wir müssen versöhnlich sein mit allen. Moramo se pomiriti sa svima. In den letzten Jahren mussten wir sehr viel vergeben, Bernd und ich. U posljednjih nekoliko godina smo Bernd i ja morali naučiti puno toga oprostiti. Wir hatten mal eine relativ große Gemeinde. Imali smo dosta veliku zajednicu nekoć. Und durch Neid und Eifersucht und Lügen wurden viele abspenstig gemacht. I zbog ljubomore i svađa i zbog laži mnogi su otišli. Wir hatten mal ein Pastorennetzwerk. Imali smo nekada mrežu pastora. Und dann kamen welche, die haben uns auch spioniert und die haben unsere Vision geklaut und haben das ganze Netzwerk geklaut. I onda su nam došli neki ljudi koji su se predstavili kao kršćani i špionirali su nas i onda su počeli laži govoriti na taj način oteli nam ljude i uzeli našu viziju. Wir hatten viele Jugendcamps gehabt. Imali smo mnogi kampove za mlade. Und ich hatte eine Vision gehabt vor vielen Jahren, da waren meine Kinder noch klein. I ja sam imala viziju prije mnogo godina kad su moja djeca još bila mala. Und ich sah eine riesige Armee. Ja sam vidjela veliku vojsku von Jugendlichen. Mladih ljudi. Und sie gingen über die ganze Welt. I oni su išli preko cijelog svijeta. Und mit verschiedenen Talenten und Gaben verkündigten sie das Wort Gottes. I sa različitim darovima i talentima oni su objavljivali Božju riječ. Und mit dieser Vision haben wir angefangen, Jugendcamps zu machen. I sa tom vizijom smo mi započeli raditi kampove za mlade. Und sie wurden größer und stärker. I to je počelo rasti, to je bivalo sve jače. Und dann kam einer und raubte die Vision und alles war weg. I onda je jedan čovjek došao i taj jednostavno ukrao viziju i te ljude i oni su otišli. Und ich stand da und war wirklich traurig. I ja sam ostala stajati, bila sam jako tužna zbog toga. Und Gott sagte, vergib und geh einfach weiter. A Bog mi je rekao, oprosti i nastavi hodat sa mnom. Segne sie und fluche nicht. Blagoslivljaj ih, nemoj ih psovati. Ich habe noch etwas vor mit dir. Ja još imam plan za tebe. Lass einfach los. Jednostavno otpusti. Und warte. I čekaj. Und sie, Josef hatte auch einen Traum. Sjetite se, Josip je isto imao san. Und er wurde sehr hart geprüft. I prošao je kroz puno kušnji, teških kušnji. Er wurde gehasst von seinen Brüdern. Mrzili su ga njegova braća. In die Grube geworfen, als Sklave verkauft. Bačen je u jamu, prodan je kao rob. Und dann, als er wieder ein bisschen hochkam bei Potiphar, da hat die Frau ihn verführen wollen und er ist geflohen der Unzucht. I onda kad je konačno kod Potifara malo bio podignut, onda ga je napala njegova žena, htjela blud s njim ući, ali on je tu morao pobjeći. Und weil er was Richtiges gemacht hat, kam er ins Gefängnis. I zato što je ispravnu stvar učinio, on je završio u zatvoru. Und diese Geschichte, die wurde mir sehr, sehr groß. I ta priča je postala jako velika u mom životu. Und Gott sagt, schau das Ende an von Josef. I Bog me uvijek podsjeća, pogledaj završetak Josipov. Ich habe ihn aus dem Gefängnis geholt und ich habe ihn über Großes gesetzt. Ja sam ga iščupao iz zatvora, ja sam ga postavio nad velikim stvarima. Ich bin dabei, dich zu verändern. Ja sam u procesu tebe da mijenjam. Dein Charakter muss verändert werden, Karin. Tvoj karakter se mora promijeniti, Karin. Und ich denke, auch Josefs Charakter musste verändert werden. Ja vjerujem da isto tako i Josipu bilo. Wir sind Menschen. Mi smo ljudi. Und wir neigen dazu, hochmütig zu werden. I mi težimo prema ponosu. Wir müssen immer wieder gedemütigt werden. I Bog želi da se vratimo u poniznost. So was wir die letzten Jahre gemacht haben, wir haben gesegnet, wir haben gebetet und wir haben vergeben. I ono što smo mi posljednjih par godina radili jeste da smo blagoslivljali, da smo molili za te ljude i da smo opraštali.
15 steht, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. 15. stih, budno pazite da tko ne ostane bez milosti Božije, da ne proklija koji gorki korijen i da ne unese zabunu i ne zarazi cijelo mnoštvo. Und so viele sind bitter geworden und so viele verunreinigen den ganzen Leib Jesu damit. Toliki su danas gorki i na taj način onečišćuju tijelo Kristovo. Wir kennen das, da sind viele, die sind rausgegangen, haben gesagt, ja, wenn Bernd nicht der Pastor wäre. Mi to znamo, jer mnogi koji su iz naše zajednice otišli, bi znali reći nakon toga, e da bar Bernd nije pastor te crkve. Dann würden wir noch in der Gemeinde sein. E onda bi mi još bili u toj crkvi. Der ist zu hart, der ist zu lieblos. On nema ljubavi, on je prestrog. So, sie wollen sich nicht verändern lassen. Znate, oni se ne žele mijenjati. Wir sollen der Heiligung nachjagen. Mi trebamo ići za posvećenjem. Wir brauchen Veränderung. Nama treba promjena. Und Gott hat Pastoren, hat Leiter gesetzt. A Bog je postavio i pastore i voditelje. Damit die Kinder erzogen werden. Kako bi djeca bila odgojena. Und Gott möchte, dass wir das annehmen. Da steht was von ermahnen und ermuntern. I Bog želi da mi to prihvatimo. Tamo kaže da će nas on i blagoslivljati i da će nas i koriti. So am Anfang von Hebräer können wir lesen, dass Gott uns erziehen will. I možemo u početku ovdje čitati da nas Bog želi odgajati. Und die Erziehung ist manchmal nicht schön. I to, taj proces odgajanja nije uvijek lijep. Und wir sind so gestrickt, dass wir sagen, ich will nicht, dass irgendjemand über mich herrscht. A mi smo tako sastavljeni i mi stalno govorimo, ja ne želim da netko nadamnom vlada. Aber Gott sagt, demütige dich. Ali Bog kaže, ponizi se. Und demütigt euch untereinander. Ponizite se jedni prema drugima. Und er sagt, er hat Leiter eingesetzt. I on kaže, ja sam postavio voditelje. Er hat Gaben gegeben. On je dao darove. Und mit diesen Gaben sollen die Leiter auch die Kinder hineinbringen in ihre Berufung. I kroz te darove voditelji trebaju djecu uvesti u njihov poziv. Und da ist auch manchmal Beschneidung dran. I ponekad je tu isto obrezanje u pitanju. Da muss man manchmal Nein sagen über fleischliche Ideen. I ponekad moraš reći ne svome tijelu i takvim idejama. So, wir haben etwas zu tun, wir haben all diese Bitterkeit rauszutun. Bog želi da se pokrenemo i da iščupamo svu tu gorčinu iz nas. Die Gemeinde Jesu könnte viel herrlicher sein, wenn da nicht so viele bittere Wurzeln wären. Crkva Isusova bila bi puno slavnija i ljepša da nema toliko gorkih korijena u njoj. Wir müssen daran arbeiten, dass wir mit jedem persönlich sind und gute Gedanken haben und Gutes übereinander aussprechen. Mi moramo raditi sami na sobom da budemo sa svakim u miru i da imamo dobre misli jedne za druge. Und dann steht als nächstes, dass wir nicht so gottlos sein sollen wie Esau. I onda dalje kaže ovdje da ne budemo bezbožnik poput Ezava. Dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau. Da netko ne postane bludnik ili bezbožnik poput Ezava. Unzüchtig und gottlos. Bludnik ili bezbožnik. Warum war er unzüchtig und gottlos? Zašto on bio bezbožnik ili bludnik? Unzucht hat etwas mit Erziehung zu tun. Znate, bludnost ima veze sa odgojom. Er ließ sich nicht in die Zucht nehmen. On nije dopustio da ga neko dovede u red. Und er hat das Erbe, die Erstgeburt, für nichts geachtet. A on prvorodstvo nije uopće držao kao takvo. Das, was Gott ihm geben wollte, diese Erstgeburt, hat er für nichts geachtet. Ono što mu je Bog htio dati kao prvorođenom, on se na to nije obazirao. Für einen Teller Suppe hat er es verkauft. Prodao jednostavno za tanjur juhe. Und wie oft geben wir unsere Berufung, unsere Bestimmung auf? I koliko često smo ti ja znali svoj poziv tako odbaciti. Ich weiß von vielen, ich meine, ich bin von klein auf bin ich dabei und ich weiß damals in der Jugend, wie viele Mädchen wurden einfach weggeheiratet von gottlosen Männern. Ja znam, ja sam odrasla u crkvi, znate, ja sam morala gledat da mnoge cure su jednostavno se udale u svijet. Und sie waren einfach weg, sie haben ihre Berufung weggeworfen. Otišle su i odbacile su poziv koji su imale. Und ich konnte es nicht verstehen. I ja to nisam mogla nikad razumjeti. Wie viele Männer haben einfach wegen einer Frau alles aufgegeben? Ili koliki muškarci u tijelu Kristovom su zbog žene ostavili svoj poziv? Andere haben wegen einer Karriere das Erbe aufgegeben. A neki možda zbog karijere koju su imali su odbacili ono što je Bog imao za njih.
Und so kannst du überlegen, wofür gibst du das Erbe Jesu Christi auf? I zato i ti razmisli, zašto ti možda ostavljaš nasljedstvo u Kristu Isusu? Das ist eine Warnung. Wir sollen aufpassen, dass wir nicht so sind wie Esau.